Auf zur Qualifikation. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Und während wir hier bereit sind und auf den Start eines hoffentlich spannenden Qualifyings warten, Stefan Römer, warum verrätst du uns nicht, was ein Fahrer tun kann, um in dieser einen Session das meiste aus seinem Auto herauszuholen? Naja, man ist natürlich durch die Parkvermehrregeln schon weitgehend eingeschränkt. In früheren Zeiten, vor dem Jahr 2004, konnte man in den freien Trainingssessions je ein Qualifying-Setup und ein Renn-Setup ausarbeiten und diese dann nach dem Qualifying wechseln. Das Rennauto war also bisweilen im Gegensatz zum Qualifying-Auto sehr unterschiedlich. Heutzutage muss man allerdings einen Kompromiss finden, der für beide Events passt. Während der Session gibt es nur ein paar wenige Dinge, die du anpassen kannst. Etwa das Differential, Bremskraftverteilung und Frontflügelwinkel. Aber das war's dann auch schon. Es geht also eher darum, das Vorhandene zu optimieren und den eigenen Fahrstil bestmöglich an die Streckenbedingungen anzupassen. So. Warte mal, ich muss das Setup wechseln. Sonst haben wir ein bisschen zu viel Abtrieb. So, weiter mit. All clear the garage, please. Car ready to leave. Lass mal vorbei, weil sehr unwichtig. Wie gesagt, die Zeit heute, die ist unwichtig. Na dann schauen wir mal. Der Teamkollege vorne. You've just put in the phone.
Verletzungen. Gehen wir in die Box, jetzt warten wir noch eben ab, wie es dann... Wie es dann Zeit ist für den zweiten Versuch. Bloß nicht zu schnell. Best lap so far is a 1 minute 12.8. So. Minuten noch. Ich habe den überhaupt auf der Strecke.
So. So, fahren wir mal raus. Off. Das wird wahrscheinlich eine neue Bestzeit werden. Schauen wir mal. Jetzt sind 5 Minuten. Thank you.
So far, our fastest lap is a 1:11.8. So, fahren wir nochmal. Ist ja jetzt eh egal. Fantastic. You've got pole. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top Richter, Vettel und Pierre Gasly. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Naja. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Jo. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Klasse, das war dann alles. Schauen wir mal, ne? Wie es wird. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Na, ich schau mal trotzdem, dass wir es irgendwie auf die Reihe bekommen. Sehen uns dann morgen wieder.